jetzt kriegt ihr auch Ton. Nehme ich mal an. Hoffe ich. Ich bin ja Optimist. Als erstes mache ich mal wieder meinen üblichen Klatsch. Ich versuche den mal so zu klatschen, den Klatsch. 3, 2, 1. Ja, warum mache ich das? Weil Audio und Video auf meinem ansonsten sehr guten Freeware-Schneidprogramm bei Video gerne mal etwas auseinanderklaffen, weil einfach bei mehreren gleichzeitig laufenden Videogeschichten, wie soll ich sagen, die Kohärenz verloren geht zwischen Audio und Video. Und dann ist es sehr einfach, wenn ich dann den Spike auf der Tonspur sehen kann. Das ist dann super, dann kann ich das nämlich ordentlich machen. So, was haben wir heute alles? Wie lange ich fahre, weiß ich heute noch nicht. Das werden wir rauskriegen. Ne, die Jacke hier erzähle ich unterwegs was. Ich hatte mich generell wenig zu erzählen heute. Aber ich schmeiß das Ding hier schon mal an. Laufen tut er aber hoffentlich. Ja, läuft er denn auch? Start GPS, Stop GPS, genau. Ich wollte nämlich loggen. Ne, die Fahrt mal mitloggen. Daher ein Logbuch, hahaha. Und ich wollte auch gleichzeitig irgendwie dafür sorgen, dass ihr auch so ein bisschen die Geschwindigkeit sehen könnt, weil es wirkt natürlich aufgrund der relativ niedrigen Kamera so, als würde ich wie ein Irrer durchs Gehölz bratzen, was ich aber gar nicht tue. Und dann könnt ihr jetzt sehen, wie langsam ich vor mich hin bratze. Das muss ich aber erstmal anmachen. Gestern habe ich ja so schön direkt aus den geheizten Räumlichkeiten heraus gestartet, heute eher nicht. Mal gucken. Oh, das ist aber relativ gut für eine 250er. Ne, was haben wir? 12 Grad. Ja, ein bisschen. Ja, das ist okay. Kann sein, wenn ich einen Rückwärtsgang einlege, dass er nochmal schnell stehen bleibt. Aber das sei ihm gegönnt. Alles weitere unterwegs. Jetzt wollen wir erstmal sehen, dass wir hier rückwärts rauskommen. Ja, den Stein habe ich hier weggeräumt. Da geht's lang. Mal eben schnell noch eine Fotofalle auslösen, wo wir gerade unterwegs sind. Ja, genau. So, Vorwärtsgang. Hui! Ja! Na, ich gucke zwischendurch immer mal wieder nach, ob denn die Track-Aufzeichnung der GPS-Logger noch läuft, also ihr noch Geschwindigkeiten sehen könnt. Oh, eng, eng, eng. Noch enger. Da geht's auch so gerade. Ja, passt schon. Seht ihr, ich werde immer tolldreister. Ich fange schon an, beim Fahren bisweilen ein wenig zu stehen. Jawohl. So, gucken. Es ist Samstag. Die Nebenstraßen, über die wir fahren, könnten heute etwas mehr als sonst von Spaziergehern, Radfahrern, Hundeausführern und ähnlichem Volk bevölkert sein. Also gerade eben, ja, jetzt fällt er rechts ran, na ja, schön. Habe ich extra auf ihn gewartet und dann will er hier gar nicht durch, sowas. Na schön, hui, jetzt aber. So, diese Richtung bietet sich hier heute tatsächlich an. Ich mache mal die Klappe zu. Ein paar Tropfen auf der Scheibe haben wir schon wieder. Obwohl es erst um 13 Uhr regnen sollte. Ich werde mich beim deutschen Wetterdienst beschweren. Jawohl. Ja, was machen wir hier heute eigentlich alles? Also einmal meine Jacke. Ne? Ich habe unter dieser Jacke nur ein T-Shirt an. Und habe so den Verdacht, dass sie trotzdem warm genug ist. Das ist nämlich eine schöne altmodische Motorradlederjacke von was weiß ich wann, die ich schon längere Zeit im Schrank hatte und die mir eigentlich immer zu warm war. Heute vielleicht nicht. Und die hat nämlich innen noch ein Futter, das nicht irgendwie aus bestem, feinstem Polyester ist, sondern das ist tatsächlich richtiger Stoff. Ja, und zwar so irgendwie grün-grau gestreift und so. Also irgendwie nicht nur aus einem anderen Jahrzehnt, möglicherweise so aus einem anderen Jahrtausend, was ja heutzutage recht einfach ist. Und ja, aber die habe ich erst sehr warm in Erinnerung. Wir werden mal schauen. Dafür hat sie nicht ganz so viele so riesige Taschen wie andere Jacken. Und vor allen Dingen, sie hat eine Innentasche für meine Brieftasche, aber rechts, nicht links, wo sie normalerweise vermuten würde. Nein, sie ist nicht falsch rumgeknöpft und damit eine Damenjacke. Sie ist schon für Herren. So, ich glaube, den Choke kann ich wieder rauschoken.
Ja, jetzt merke ich auch den Fahrtwind, dann kühle ich etwas runter. Allein das Anbauen der Kameras braucht ja schon wieder jedes Mal so lange, dass ich, dass mir schön warm wird, bevor es überhaupt losgeht. Was allerdings besser ist, als wenn mir schön kalt wird, bevor es losgeht. Ich hoffe, dass es mir so warm bleibt. Die andere Jacke übrigens, die Stoffjacke, die ich so, Motorrad-Textiljacke, die ich ansonsten trage, da ist mir nur deswegen kalt geworden, wie ich vor längerer Zeit irgendwie mal vorsichtig angedeutet hatte, weil das Winterfutter gar nicht drin war. Ich meine, wann war ich denn schon mal im Winter, zumindest mit Motorrädern? Ich bin also irgendwie theoretisch auf Winter gar nicht mehr eingestellt. Damals, als ich noch jung und forsch war und nur ein Zweirad zur Fortbewegung hatte, ja damals konnte ich auch noch Winter fahren. Aber heutzutage, na gut, das stelle ich jetzt ja gerade wieder um. Die Winterfahrerei. Hey. So, was haben wir hier? Ich habe vorhin auf Google gesehen, auf Google Maps, dass hier scheinbar es einen Zeltverleih gibt. Ich wusste gar nicht, dass es hier sowas in der Art gibt. Tja, hätte ich das mal früher gewusst, ne? Vielleicht hätte ich mir gar kein Zelt fürs Drachenfest gekauft damals, sondern hätte es einfach immer nur für eine Woche geliehen oder für zwei. Das ist wie mit Anhängern, ne? Oh, hier, Kindergarten. Hier haben wir auch schon mal gedudelsackelt, als wir mit unserer Mittelaltertruppe irgendwie unterwegs waren. Wo war ich stehen geblieben? Was mit Zelten? Richtig Anhänger. Und zwar, ich habe ja einen schönen, breiten Anhänger mit Hofplan und allem Schnickschnack. Und dann war ich schon überlegen, habe ich euch glaube ich auch schon erzählt im letzten Video, dass der Transport eines Quads mit dem Ding sich doch eher schwierig gestaltet, nicht so sehr von Länge, Breite, Höhe, das wäre geradezu ideal, sondern er hat keinerlei Befestigungspunkte, wo man ernsthaft was dran befestigen könnte. Und das ist denn Niederhauser dann? Ja, da wollte ich da wohl rum. Und da war es so, dass davon noch die ersten Spaziergänger. Aber wichtig ist hier, hier steht kein Schild von wegen, hier ist alles Naturschutz oder so. Das ist eine ganz normale Straße. Mit ohne irgendwie kompliziert. Was steht da? Flurbereinigung. Ah ja, verstehe ich nichts von. Anhänger, genau. Das habe ich gerade noch mal eben geguckt. Tagesmiete für einen quad-tauglichen Anhänger 20 Euro. Ich denke, das kriege ich auch noch in den Griff. Ne? Also, ich habe schon überlegt, ob ich mir nicht einen quad-tauglichen Anhänger kaufe, aber ganz ehrlich, wie oft, da steht ja doch nur das meiste, die meiste Zeit des Jahres steht er nur rum. So, zwei Stockenden. So, freundlich lächeln nicht vergessen. Hallo. Ja, sie haben etwas verkniffen zurückgeguckt. Ich glaube, sie sind das nicht gewohnt, dass ihnen hier auf einer öffentlichen Straße irgendwelcher Verkehr entgegenverkehrt. Und das auch noch ganz verkehrt. Ha, ha, ha. Ja, meine Flachwitze sind heute ja unschlagbar. Also ich kann den Spiegel sogar fast noch ein bisschen nach außen drehen, oder? Ja, egal. Also hier bin ich übrigens auch schon spazieren gegangen. Hier zu meiner, ja, ich muss jetzt sagen, zu unserer Linken ist nämlich ein sehr schönes, wie soll das nennen? Das ist Sumpf irgendwie, ne? So trockengelegter Sumpf. Das ist eine echte Wildnis. Naja, was hier noch so als Wildnis durchgeht. Also der Bestand, der Baumbestand ist sicherlich irgendwie mal geändert worden. Hier wachsen nur Birken. Kann natürlich auch am pH-Wert des Bodens liegen. Ist das hier, wo das rote Dingens ist? Ja, irgendwo gibt es hier auch so einen Trampel, ich glaube, das war er, direkt neben dem roten Dings da. So ein Trampelpfad, ne? Dass da also auch zum Spazieren gehen und so weiter. Passt das schon sehr schön. Und so mancher tut es auch, sonst wäre der ja kein Trampelpfad. Es sei denn, es ist Rotwild, das darauf herumtrampelt, was bestimmt verboten ist. So, jetzt wo ich ein bisschen mehr Geschwindigkeit draufkriege, das Schätzeisen sagt so etwa 55, merke ich auch ein bisschen den Fahrtwind, dass es auch so kühl ist, aber durch die Jacke kommt noch nichts durch. Ihr seht es ganz genau, per GPS hoffe ich jedenfalls, weil ich kann es von hier oben nicht sehen, dass das Ding noch läuft oder schon längst entwackelt ist. Ins Jenseits abgewackelt. So, hier vorne war jetzt die erste Frage, in welche Richtung darf ich fahren? Ich habe mir das alles von oben angeguckt schon, per Satellit. Aber hier gibt es leider kein Google Street View. Genau, also ich kann nicht gucken, ob hier irgendwelche Schilder sind. Also hier sind schon mal keine. Hier gibt es Straßenschilder. Oh, sie haben hier eine Asphaltdecke draufgelegt. Ich kann mich sehr gut erinnern, das erste Mal, dass ich hier lang fuhr,
Ich glaube, das war mit der VN 800. Da war das hier interessant. Also es war sehr nur uneben. Es sind nicht größere Teile der Maschine in der Straße versunken. Ah ja, ab hier ist jetzt noch Schotterweg. Aber auch das ist noch ein befestigter Weg. Ja, das Einzige, was unbefestigte hier bin ich. Deswegen driftet die Maschine auch so schön. Zumindest auf diesem Untergrund. Schafe! Mehr ihr Schafe! Mehr ihr Schafe! Ich hab's x-mal probiert, funktioniert nicht. Alles betrocknet. Ja, und hier zu meiner Linken auch. Das ist also richtig so Sumpf oder trockengelegter Sumpf. Da gibt es auch, da kommen wir rein und dran vorbei, gibt es einen so eine Art Zugang. So ein Tor, das man selber auf und zu machen muss, damit nicht irgendwelche Hunde oder Katzen da reinschleunern. Obwohl Katzen dann sich da wohl eher nicht aufhalten lassen. Dann ist es eine sehr schöne Spaziergehmöglichkeit. Gerade wenn das Wetter mal richtig wunderfein ist, hat man es da drin leidlich kühl. Rechtsrum brauche ich gar nicht erst zu versuchen, da hört nämlich der Weg auf, der führt ins Nirvana. Und da gibt es nämlich dann dieses von mir so oft zitierte Schild, dieser Weg ist keiner und wer ihn dennoch beschreitet, zahlt 5 Reichsmark und fließt in die Gemeindekasse. Ja. Also hier hatte ich schon Asphalt im Hinterkopf, aber es ist hier nur Schotter. Aber ich glaube, es wird noch zu einer Asphaltstraße. Hier mit dem Motorrad lang zu fahren ist sehr komisch. Hier mit dem Quad lang zu tuckern ist irgendwie artgerecht. Ja, ihr merkt ja, ne? Man muss auch nicht jeden Hundeausführer hier auf den Keks gehen. Außerdem ist das Geläuf hier uneben. Ich glaube, das vorne irgendwo. Ungefähr da, wo die Dame mit dem Hund ist. Ich glaube, da bei der Brücke der Kleinen, da ist dann auch dieser komische Durchgang. Oh, guck mal, sie holt den Hund schon von der Straße, weil da so ein jugendlicher Rabauke angedonnert kommt auf seinem Quad. Ja, da ist die Brücke auch. Jetzt auf der linken Seite. Schön vorsichtig. Dankeschön. Was ist das? Ein Storch? Ein Reiher? Kann man es vergrößern? Also ich tucke jetzt mal ganz langsam, weil den möchte ich jetzt wirklich nicht vergrätzen. Er wird mich nicht ganz an sich ranlassen, aber ja, er turmt schon sicherheitshalber. Aber das wird auch der Grund sein, warum die Hunde hier an der Leine geführt werden sollten. Der wird hier Frösche jagen, weil feucht genug ist es hier. Da segelt er dahin, heim zu seinem Horst. Ja, ich kann jetzt lange nicht genug, ne, grammatisch muss das ja alles korrekt sein hier. Wenn nicht umsonst, bin ich hier die Koryphäe der deutschen Grammatik bei YouTube. Ja, ich weiß nicht, ob er zu seinem Horst heimfliegt oder ob er einfach nur sich auf dem nächsten Teil der Wiese niederlässt, der genauso feucht ist. Da bin ich mich übergefragt. Ja, wo wir schon beim Erhalt der deutschen Sprache sind. Ich leide darunter, wenn die Promis heutzutage, was heißt die Promis, die Künstler heutzutage absichtlich schlechtes Deutsch singen, damit es in die Zuhörerschaft passt. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass beispielsweise eine Sarah Connor, die zufälligerweise hier aus Delmenhorst stammt, dass sie auch singen, sagen und lieben kann, aber in ihren Liedern inzwischen singen, sagen und nehmen kann, weil ihr Management ihr gesagt hat, du musst das so singen, weil deine Zuhörer und Fans verstehen dich sonst nicht. Ja, das ist, wie war das damals, als Stillen in der Öffentlichkeit. Für die nicht mehr wissen, was Stillen ist, das ist Baby luckeln lassen an der Brust. In der Öffentlichkeit, ne, das ist eine Sache, da kommt man halt drüber hinweg. Aber wenn die Damen sich so mit blankem Nippel an die Supermarktkasse stellen, nach dem Prinzip, seht her, ich stille, das finde ich dann nicht mehr gut. Und genauso schlimm finde ich das, seinen Gesang praktisch so auf die deutschunkundigen Massen abzustellen, weil die es nicht besser können. Der Sänger kann und sagt dann, seht her, ich spreche so wie ihr. Ich bin zwar doppelt so alt wie ihr, aber ich spreche wie ihr. Ist das eine Straße? Das sieht aus wie eine Straße. Da fahren wir die mal einfach mal rein. Manchmal fahre ich die Straßen auch wieder raus. Oh, ein Fahrrad als Hausnummer. Drollige Idee. So, der Boden ist geschottert und somit ein Fahrweg. Mal gucken, wohin das führt.
Also eine grobe Vorstellung habe ich, weil ich wohne hier, also nicht jetzt hier, ne, aber so in dieser Gegend seit mittlerweile 25 Jahren. Stimmt das? Ja, 25 Jahre. Mehr als 25 Jahre. Und demzufolge bin ich die ein oder andere Ecke hier schon gefahren. Topografie zumindest grob im Auge. Jedoch erst seit ich ein Quad mein eigen nenne, vertiefe ich meine Kenntnis über die Nebenstraßen. Und es macht mir großen Spaß und ich kann es im tiefsten Winter tun. Ist das nicht toll? Erst wenn Schneematsch oder Schnee liegen, muss ich mein Treiben einstellen. Weil es sind mittlerweile ja auch für Quads und ATVs Winterreifen mit Alpinzeichen vorgeschrieben. Also nicht mehr Schneeflocke M und S oder sowas, sondern das Alpinzeichen mit der Schneeflocke, glaube ich. Und ja, dafür werde ich mir jetzt nicht extra neue Reifen kaufen. Ne? Und das heißt, glaube ich, oh, das ist eine Grundstückszufahrt hier, oder? Nee, das sieht aus wie eine Grundstück. Das sieht nicht aus. Doch, das ist eine Straße, da geht's lang. Tuck, sag ich nur. Vielleicht sollte ich das Navi doch schon anwerfen auf meinem Handy. Obwohl ich weiß, dass das Google Maps ordentlich Saft zieht. Ja doch, da komme ich wieder auf Zivilisation, so mit Straße, Pflaster, elektrisch Licht und so. Und Schlaglöcher sind nicht mehr gar so groß. So, das war das. Bin ich ja hier einmal durch, das ging ja schnell. Ich fahre hier mal eben rechts ran und mache das Navi mal an. Einfach nur zum Karte gucken. So, Google Maps starte ich und zeigt mir einfach mal nur meine Position. Mehr brauche ich im Moment gar nicht. Ja, genau so will ich das haben. Was ist hier? Scheint zu funktionieren, ne? Scheint noch aufzuzeichnen. Ihr könnt es sehen, ihr lauft auch noch. Und auch die Sprachaufzeichnung ist mit 17 Minuten immer noch bei mir. Das lässt hoffen. So. Ja, also Google Maps gibt hier schon weitgehend auf. Es ist wohl noch eingezeichnet, aber schon so klein, dass es jetzt mit einem schnellen Blick mal eben trotz meiner Brille nur mühsam erkennen kann. Ihr wisst ja, meine Brille ist bivokal und zwar sowohl auf die eine als auf die andere. Wir versuchen es da nochmal, ne? So rum. Ich glaube, ich weiß schon. Oh, guck mal. Im Haus vor uns habe ich irgendwann mal was über Google Kleinanzeigen erworben. Ja, das ist der Unterschied zu Männern. Männer gucken immer völlig neidisch, wenn sie so eine Knatterkiste sehen. Na, Frauen hingegen, das technische Spielzeug war da dran. Ah, Hotte Hüß überall, aber die haben nur ein PS und sind im Unterhalt relativ teuer. Luckweg. Moment, Straßenverkehrszeichen? Sekunde, dann ist das ja ein befestigter Fahrweg. Jetzt nicht in den Graben, wenn es sich irgendwie einrichten lässt. Ich starre nur Stichwort. Kein Hinterachsdifferenzial. So, 30er. Guck mal, 30er Zone Ende. Das heißt, dass ich doch hier mit 100 fahren darf. Oder sehe ich das richtig? Ja, es werden erstmal wieder Halterungen aller Art ausführlich getestet. Hallo Hotte Hü, du hast einen Hängebauch. Mach mal Diät. Oh, habe ich das böse Wort gesagt? Der andere Pferd guckt auch schon ganz böse. So, liebe Juristen, ist ein mit Sand aufgeschütteter Weg ein befestigter Weg oder nicht? Ich glaube, ich habe irgendwo mal eine Definition gelesen, da muss man allerdings im Internet immer vorsichtig sein, dass ein Weg befahren werden darf, der von nicht geländegängigen Fahrzeugen ganzjährig befahren werden kann. Ja, ich weiß, das ist eine Menge Juristerei für so nebenher. Aber einstweil nehme ich das mal so hin, weil ich fahre Ballonreifen, die Krume nicht aufreißen. Und es spielt auch keine Rolle, ob irgendwie ein Grasbüschel in der Mitte wächst. Oh, Kühe. So, hier wird es jetzt... Oh, na, hier ist immer noch aufgeschüttet, würde ich mal sagen. Ne? Aber ich würde sagen, dieser Weg führt auch ins Nichts. Der führt zu nichts, könnte man sagen.
bevor ich jetzt irgendeinen Weidmann, der den Sonntag, nein, das ist ja Samstag, den Samstag dazu nutzt, seine Büchse spazieren zu tragen, auf dass sie artgerecht das Wild erlegen kann. Nein, sie wird eigentlich weitgerecht, wird es erlegt, nicht artgerecht. Das Erlegen von Wild ist, glaube ich, prinzipiell nicht artgerecht. Hatte ich den Scheinwerfer aus oder ist er eben schon wieder ausgegangen durch den zu langen Schlüsselbund? Naja, werde ich mal im Auge behalten. Ich habe ja später ein Beweisvideo, auf dem ich das kontrollieren kann. Ihr wisst ja, ich gebe mir allergrößte Mühe, stets sämtliche Gesetze auf das Peinlichste einzuhalten. Ja, ich weiß, es ist peinlich, aber so bin ich nun mal. Ich komme aus einer Juristenfamilie. Bin selber das schwarze Schaf der Familie, bin kein Jurist. Aber mir hat es zum Wachberg gereicht. Aber der Apfel fällt nun mal nicht weit vom Pferd. Und so ist Paragraphenreiten eins meiner Hobbys sozusagen. Ja, ja. Und mir fällt immer wieder auf, da ich den einen oder anderen YouTube-Kanal, der sich mit rechtlichen Dingen befasst, folge, merke ich auch immer wieder, wie weit ich dann mit meiner Einschätzung der Paragraphen daneben liegen kann. Allein schon, als ich diese Nachverfolgung getätigt habe, wegen, ist das Fahrergewicht im Fahrzeugleergewicht schon mit drin oder nicht? Da musste ich erst, oh Gott, was war das? Paragraph 42a oder Paragraph 42 Straßenverkehrszulassungsordnung? Da gucken entgeisterte Leute. Hallo? Das war ein freundliches Nicken. Jawohl. Die finden das toll, so eine Knallerkiste. Genau, das war irgendwie Paragraph 42a oder so. Straßenverkehrszulassungsordnung. Die verwies dann auf Paragraph 30 Straßenverkehrszulassungsordnung. Und das wiederum verfies dann auf diese ominöse EG-Richtlinie-Nummer so und so viel, Schrägstrich, so und so viel, in der dann endlich rauskam, was eigentlich Sache war. Ja, nochmal zusammengefasst für euch. Bei LOF sind im Leergewicht schon 75 Kilo Fahrer mit drin und bei L7E-Zulassung nicht. So, es ist jetzt genau. Da muss ich aber zugeben, das hat der, war es der TÜV? Ich glaube, der TÜV hat mir das zurückgeschrieben. Ja, also zum Beispiel ist L7E jetzt noch gar nicht erwähnt in dieser EG-Dienst da, weil sie noch nie existiert hat. Und ja, aber der TÜV weiß Bescheid, L7E wird unter Leichtkraftfahrzeuge und Motorrädern und Trikes und so weiter geführt. Und LOF nicht. Das sind Zugmaschinen, Ackerschlepper, wie der, auf dem ich hier sitze. Die schleppen Acker. So, jetzt haben wir wieder ein Phänomen. Ne? Ich fahre hier auf einem befestigten Fahrweg und da vorne ist 30 Ende. Logischerweise folgt daraus, dass danach 100 erlaubt sind. Also von hier bis da vorne. So, was steht da? 30 Stundenkilometer steht da. Land- und Forstwirtschaftsverkehr frei. Leider bin ich zwar ein LOF, aber ich bin deswegen noch lange kein Forstwirtschaftsverkehr. Ich fahre eine Zugmaschine, wie man ja auch unzweifelhaft sieht. Aber wie ich von meinen Streifzügen, die ich hier irgendwann schon mal zu Fuß abgewickelt habe, mir schon gedacht habe, wenn auch nicht perfekt erinnert, ja, steht hier was von, da darf nicht jeder rein. Macht doch ehrlich gesagt Sinn, weil das ist da hinten. Da geht es jetzt irgendwie ein, zwei Kilometer, drei Kilometer richtig in die Pampa, was in Norddeutschland so viel wie Wiese heißt. Und vielleicht ein bisschen Moor und Sumpf. Daher auch die Hilferufe, die man so hört. Und da hat ehrlich gesagt jedes überflüssige Auto nichts zu suchen. Also von daher kann ich gut damit leben, da jetzt nicht reinzudonnern. Ich komme mir vor wie Pantau, wenn ich immer diese Regenwegwisch-Handbewegung mache. So. Ja, ich glaube, gleich muss ich wieder Hauptstraße fahren. Da fehlt ja wohl kein Weg dran vorbei. Wenn die schönen Sachen für uns wehrlose Quadfahrer tabu sind, dann müssen wir uns eben mit richtigen Straßen behelfen. Ich überlege gerade, ob ich zu meiner Rechten irgendwo noch in Pampa komme. Ich versuch's einfach. Ich entsinne mich gerade, dass hier irgendwo so die Gegend ist, wo mein guter Bekannter eine
ein Stück Wald besitzt, wo ich meine Wildkameras aufstellen darf. Ich tue es relativ selten, weil man kriegt das ein oder andere Reh zu sehen, wenn bei mir im Garten viele, viele Vögel rumhüpfen. Achtung Kinder, 30. Jetzt bin ich mir nicht sicher, dass dieses Schild, das Verkehrszeichen Nummer so und so viel, nicht gegen irgendwelche Gesetze verstößt, sondern selbst hier die Schilder aufstellt. Ich habe meine Zweifel, dass dieses Schild echt ist. Ich glaube viel eher, dass die Eltern in einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr unternehmen. Wo geht's denn da hin? Keine Ahnung. Können wir auch gucken. Mein Gott, ich bin doch gerade hier, also gehe ich mal gucken. Schauen wir mal. Der Wendekreis von diesem Ding hat was, ne? So, ich glaube, der Akku macht sowieso früher oder später schlapp hier. Ach, da steht auch schon hier, keine Wendemöglichkeit. Und Straße ist da zu Ende. Sehe ich da hinten ein Schild? Nein, ich gucke einfach mal. Warum? Diese komischen gelben Kegel da zum Aufstellen für gegen Kinder, die sind völlig legal, soweit ich weiß. Obwohl, selbst dafür braucht man wahrscheinlich eigentlich irgendeine Form der Genehmigung. Sei es drum. Rüttel, schüttel. Ich rüttel dich und ich schüttel dich und dann wird der schlecht. Ah, da. Etwas mit Grünspan überzogen steht das Einfahrtverbotenschild. Und auch wir. Von hier, ne, Tempo 30 zu Ende und auch für Jäger. Keine Zufahrt erlaubt. Sehr schön. Boah, stinkt das hier. Das sieht aus, als wäre hier so eine Jauchegrube. Sowas hatte ich früher auch mal. Damals war das Leben noch bezahlbar. Jetzt kostet mich jeder Kubikmeter Wasser, ich glaube 5 Euro irgendwas, weil ich ans Netz angeschlossen worden bin. Unfreiwillig. Begründung, das Klärwerk, das Osterholz extra gebaut hat, wäre nicht ausgelastet. Und dadurch hat man kurzerhand entschieden, einfach die Leute zwangsanzuschließen. Vorher habe ich, glaube ich, 1 Euro irgendwas pro Kubikmeter bezahlt und hinterher 5 Euro irgendwas pro Kubikmeter. Begründung, ja, ihr Grundstück ist so und so groß und da fließt ja auch das Regenwasser mit rein. Tja, na, so ist das halt, wenn Gemeinden Geld brauchen. Sie können es, also tun sie es. Und das ist ja nur zum Wohle der Einwohner. Ich zahle also zum Wohle der Einwohner den fünffachen Preis. Alles klar, logisch. Finde ich toll. Und wir haben eine ältere Mitbürgerin, die wollen wir nicht erschrecken. So, auch die nickt freundlich zurück. Die Leute sind hier unerträglich nett. Das liebe ich so an diesem Landleben, ne? Diesem halben Landleben. Die Leute, die damals den Kanalanschluss installiert haben, wir durften ihn übrigens selber bis an die Straße legen, ne? Das letzte Stück, da kümmert sich nur die Stadt drum. Die kümmern sich praktisch nur um den Anschluss, nicht hingegen um wie man da hinkommt. Der sagte, sie haben es doch noch gut. Da wohnen Leute in der und der Senke. Und er sagte, ja, die müssen auch nur eine Pumpstation bezahlen. 125.000 Euro. Ja, und die Stadt macht das halt nach dem Prinzip, ja, hier ist die Rechnung. Alles Weitere ist nicht unser Problem. Guten Tag. Ja, die haben mich, glaube ich, gar nicht wahrgenommen. Das ist doch mal ein Zaun, du Mummer, lieber Schwan. Dann haben die Dinosaurier als Haustiere. Hals scheuert das ein bisschen. Ich hätte mir einen Bart wachsen lassen wollen. Aber kalt ist mir jedenfalls noch nicht. Wie lange sind wir jetzt unterwegs? Ja, ich müsste unten durchgucken, um das ablesen zu können. Nur unten ist beschlagen. Komm, ich fahr da mal ein Landschaftsschutzgebiet. Ja, dann denke ich mal, das wird auch ein rotes Schild stehen. Ja, schauen wir doch mal. Ja, ich erwähne hier schon keine Straßennamen, weil Google Earth hat wahrscheinlich aus gutem Grund nie einen, irgendwas mit Earth, nicht Earth, Street View, nie einen Street View-Wagen hierher geschickt. Da sehe ich schon Tempo 30 Ende, aber leider auch Einfahrt verboten. Land- und Forstwirtschaft frei. So, einmal wenden und Fahrräder dürfen auch. Das hier ist aber beim besten Willen kein Fahrrad. Stichwort Wendekreis. Boah,
Auf dem letzten Meter hat man aber wieder gemerkt, das gute Fahrzeug will geradeaus. Wie kann das eigentlich sein, dass ich absolut nichts zu sagen habe und seit, na, ich muss jetzt mal eben schätzen, Räume, das ist eine halbe Stunde, plappere ich vor mich hin, ohne eigentlich irgendwas zu sagen. Ich hätte Politiker werden sollen. Dann könnte ich mir jetzt 5 von den Dingern leisten. Und hätte keinerlei Arbeit. Ist das nicht toll? Was war das für den Rest meines Lebens? Da kann man nur neidisch werden. Aber ich fürchte, man muss, glaube ich, erst Jurist sein, um Politiker zu werden. Oder zumindest ist das de facto der Fall. Die meisten, ich glaube, 70% oder so im Bundestag sind Anwälte. Moin. Und ach, er sagt, bedankt sich freundlich. Super. Das ist ein Duft. Oh, der hat die Schweinehinterlassenschaft gerade drauf gehabt, denke ich mal. Hossa. Ja, Politiker, genau. Ich glaube, 70% im Bundestag sind Juristen. Ja, und der Rest hat irgendwie mal im Callcenter für 1 oder 2 Jahre gearbeitet. Das sind dann Grünen. Ja. Aber als Jurist muss man zumindest in der Ausbildung hart ackern. Schon mal schlecht. Schon mal ganz schlimm. So, ich glaube, wir machen uns jetzt wieder auf den Rückflug, weil ich glaube, mit viel mehr als einer halben Stunde überlaste ich euch auch total. Ja, vor allen Dingen, wenn in diesem Video eigentlich gar nichts Neues drin ist. Ja, ich werde mal sehen, ob hier die Aufzeichnung der GPS-Daten, ob das irgendwas Vernünftiges gebracht hat. Ja, vielleicht kann ich da mit Dash wieder irgendwas zaubern, mal schauen. So, da ist nichts, da ist auch nichts. Moin. Ja, ne? Frau schiebt den Kinderwagen und wenn ihr guckt, erst wenn er das Rommeln gehört hat. So, immerhin haben wir die 70 jetzt so gerade überschritten. Nee, gar nicht wahr. Ja, ich sage aber, dieser Mini-Tacho hier unten, vor allem, wo ich durch den beschlagenen Teil durchgucken muss. Die 70 überschritten. Also der Tacho hier sagt was von ja, 75 ungefähr. Jetzt leichte Tendenz noch nach oben. Aber wie haben sie im Internet gesagt? Kleiner Einzylinder, immer nur so lange Vollgas, wie du die Luft anhalten kannst. Und ihr wisst aus zahllosen Videos, das fällt mir schwer. Ja, da fällt mir einer aufs Geläuf. Das ist aber auch nicht weiter tragisch, weil ihr merkt, dass ich relativ angstfrei diese Geschwindigkeit auf dieser Strecke halte, wo ich vorher gar schrecklich gezittert habe. Und es wird ja auch in Foren immer wieder gesagt, der wesentliche Unterschied zwischen Auto oder Motorrad oder und Quad ist eben der, dass man ein Quad aktiv fährt. Von einem Auto lässt man sich tragen, mit einem Motorrad rauscht man dahin. Und mit Quad muss man eigentlich jederzeit aktiv lenken und damit kämpfen. Außerdem kriege ich schon wieder Krampf im Daumen. Das ist der einzige Nachteil von diesem Daumengas. Ich habe jetzt auch schon Threads darüber gelesen. Mit D, nicht mit T. Ne? Für alle die, die in den Foren auf Thread mit T schreiben. Thread mit T ist mit Drohung. Und Thread mit D ist ein Faden. Einige haben sich da schon Drehgas anbauen lassen und haben gesagt, also spätestens im Gelände ist das scheiße. Auf der Straße soll das toll sein und im Gelände totale Katastrophe. Aber es gibt Doppeldingsbumse. Also die können sowohl Drehgas als auch Daumengas. Und das kann irgendwie mit einem Pin einfach umgestöpselt werden. Ne, man muss praktisch anhalten, Pin raus, wandert das Pin rein und dann ist Drehgas statt Daumengas und umgekehrt. Ich habe das auch schon überlegt. Kostenpunkt irgendwo zwischen 100 und 160, 170 Euro. Da muss schon mal wieder ein Gutachten dabei sein. Ne? Kann man ja einfach so machen. Nein, es muss eine Zulassung haben oder irgendwie ja, halt, ein Zettel muss dabei liegen, der von irgendeiner amtlichen Stelle abgestempelt ist. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass das an Fahrzeugen verboten ist, bei denen die
wahrscheinlich fährt jetzt eine Umfahrung und wir sind wieder zu Hause. Ja. So, die Kamera, aha. Sehr schön, also die 360-Grad-Kamera ist schon aus. Die GoPro läuft noch, also wir werden irgendeine Form von Reservebild werden wir kriegen, auch wenn ihr mich möglicherweise gar nicht sehen könnt. Was für manche eine eindeutige Verbesserung des Videos sein könnte. So, da muss ich dran vorbei. Da muss ich da drauf drücken. Und da muss ich jetzt möglichst weit außen ankommen, ohne die Kamera abzurasieren. Dasselbe gilt für hier vorne. Ohne Rasierer. Ja, so. Hui! So, richtig schade, dass hier die 3D-Kamera schon aus ist. Dann seht ihr womöglich mein Grinsen gar nicht so sehr. Oder wie das Hinterrad wegeiert. So, klick da aus. Da auch aus. Da erst recht aus. Was haben wir gefahren? Zuletzt getankt mit diesem tollen roten Rüssel da drin. 4370 und wir haben jetzt 4410. Da bin ich nur 40 Kilometer gefahren. Ja, in den ganzen, also letzten Tagen sind es 40 Kilometer. Ich meine, so eine Stunde Dauerspaß, aber 40 Kilometer. Schon faszinierend. Jetzt mache ich den hier aber auf. Es schubbert mich ein bisschen. Ich sollte mir tatsächlich so einen dünnen, so einen Schlauch, so eine Maske oder so überziehen. Sonst wird das einfach unangenehm. So. Was ich letztes Mal vergessen habe zu sagen und dies unbedingt nochmal betonen werde, ist, dass ich der Mann bin, der seine Kameras allesamt selber ausschalten muss. Ja, so ist es. Hart, aber ungerecht.